Eine standhafte Politiker sagt, enthielt kryptische Anmerkungen darüber, dass Seelen sich mit der Zeit ausspalten würden, dass aus einer Seele langsam viele werden würden. Die Tafel deutete darauf hin, dass durch das Verschmelzen von Seelen, die einst vom selben Ursprung abgespalten haben, große Macht entstehen würde. Javaris hat von einer Steintafel gelesen, die von Menschenopfern sprach und sie den Verzehr von Pflanzen durch Tiere und von Tieren durch Menschen gleichsetze. Die Inschrift beunruhigte Javaris. Alles gut. Javaris hat die Parabel gelesen, die auf die Steine im blutigen Sand geschrieben ist. Die Geschichte handelt davon, wie der Herbststeige ausgeschickt wird, um beim Vater darauf zu prüfen, ob sie würdig sind. Wer scheitert, wird vom Steige verzehrt, auf dass seine Schwäche nicht weiterleben und sie vermehren kann. Die Tafel erwähnten auch, dass viele am Pfade zur Grabinsel reisen würden, um dort zu meditieren und von diesen Herbstdenker geprüft zu werden. Hier war es wünscht nun, die Grabinsel zu erforschen und um eine dieser Pilgerstätten zu finden. Okay. Das heißt, wir können hier Varias jetzt erstmal Hust Hust wegpacken wieder. Und ich wollte eh noch mal nach Herdlied zurück, bevor wir in Altlied uns jetzt dann umschauen in den ganzen Tempeln und mit den ganzen Leuten reden. Denn ich, ja. Denn ich wollte da noch mal mit der am Vater reden, wegen dem Kind. Ich würde ja am liebsten das Kind nehmen, zu meinem Vater bringen und dann ist die Sache gut. Dann ist nämlich das Kind in Sicherheit. Der Kerl ist immer noch auf seinem Posten. Und ich bin am besten aus der Misere rausgekommen. Das klare Wasser schmeckt süß und erfrischend. Ja, von mir aus. Unser Hauptziel sind halt hier die Nebenquests. Diener des Todes, in das weiße Nichts, das Nest über den Wolken, die alte Königin und der neue König. Wobei uns die teilweise gen Norden führen, ins Hochland. Wir verdienen einen besseren Anführer. Haben die irgendwelche Probleme hier mit ihrer Anführerin? Das Leben um uns herum, spürst du es? Das Leben um uns herum. Unsere beste Kräuterkundigerin. Ah ja. Also haben die wahrscheinlich eh nichts dagegen, wenn ich ihre Anführerin, die eh schon zu lange lebt, ins Reich, ins Jenseits schicke. Die Ethik 0 werden da eher Probleme mit haben. Gut, bevor dass ich das jetzt gemacht habe, auch wenn ich versprochen habe, die Hauptquest voranzutreiben, was wir ja jetzt gleich wieder machen werden, wenn ich Sagadi wieder habe und mich kurz mit der Arbeit Vater unterhalten habe, oder wenigstens versucht habe, mich mit ihm über das Kind zu unterhalten, weil es kann ja nicht sein, dass ich da irgendwie nur vor die zwei Möglichkeiten gestellt werden. Es muss ja auch noch andere Möglichkeiten geben. Wenn man sich nämlich den Dürrwald anguckt, 80% Hohlgeburten und dem Erglandpfad opfern sie Kinder, ist das schon nicht in Ordnung. Und zwar ganz und gar nicht in Ordnung. Okay. Dann tut es mir erstmal leid, Javaris, dass wir dich wieder aussortieren müssen. Aber Gadi ist uns dann doch etwas lieber. May Wal watch your step. So. Wir haben Sagadi wieder. Gucken wir mal kurz auf unsere Aufstellung. Die sieht okay aus. Obwohl Duritz kann hier hin. So.
Und ja, Sagadi hat jetzt erstmal keinen Rastmodus, aber das werden wir wahrscheinlich irgendwann mal ändern können. Und dann gehen wir jetzt erst in das große, in die große Adam-Vater-Halle da. Und dann gehen wir nach Altlied. Also ja, Speed. Die Halle hier meine ich. Da ist der Eingang. Jo. Okay, hier sind sowieso. Wer bist du? Achso, du bist einer, dessen Seele ich reingucken kann. Lebt wohl. Okay, die kann uns leider nichts sagen. Ja, wenn ich wahrscheinlich versuche, das Kind mitzunehmen. Lassen wir den Dürrwald heim, versäumen wir die Gelegenheit, unser Land zurückzuerobern. Estremor? Ja, ich höre. Wovon sprecht ihr? Kommt aus der Ferne, östlich dieses großen Flusses, aus dem Dürrwald. Die Feuer sind in der Stadt der Fremden zurückgekehrt, hören wir. Trostbuch, das Wasser dort ist schmutzig, vom Leichengestank verpestet. Nicht mal meine jüngsten Fluten könnten den schändlichen Makel fortwaschen. Eine sterbende Beute. Manche Fotos sehen das so, als Gelegenheit zurückzuschlagen, andere nicht. Nur ein Rat, aber am Vater kennt scheint, was die sechs Stämme tun müssen, als einer. Erzählt mir vom Rat. Die armen Vater würden unsere Stämme, führen unsere Stämme an. Jeder einen Stamm. Sie sprechen mit dem Geist unserer Völker und handeln in unserem Namen, mit unserem Willen. Ein Rat, aber Vater bedeutet, dass die Stämme mit einer Stimme sprechen. Doch jetzt, wo der Dürrwald geschwächt ist und ein verwundetes Tier, wird kein gemeinsamer Wille gefunden. Nur zwei armer Vater halten sich augenblicklich in Zwillingsräumen auf. Die übrigen bei ihren Stämmen. Sie müssen zurückkehren. Zu weit entfernt, zu sehr mit ihren Pflichten beschäftigt. Die armen Vater werden sich in naher Zukunft nicht versammeln. Es wird noch mindestens eine Jahreszeit dauern. Bis dahin warten wir. Was ist das für ein Gebäude? Das Herr aller Glavantaner, die sechs Stämme. Wir ehren hier unser Volk in dieser Passage. Es werden für jeden Stamm Opfer dargebracht, Zeichen des Respekts. Dies ist das Haus unserer Ahnen und zugleich unserer Völker. Die armen Vater, wenn sie alle Zwillingsräume weinen, bilden am Ende der Passage einen Rat. Von dort ausgehend setzt unsere Geschichte sich fort. Na gut. Das war nur eine Randinformation. Ich würde einfach am liebsten das Kind in Sicherheit bringen. Das könnte ich eigentlich versuchen. Ich schnappe mir das Kind, bringt es der armen Vater und sag ihr, was der andere vorhat. Das wäre so meine Idee, was ich damit mit dem Kind machen könnte. So müsste ich den einen nämlich nicht vergiften und das Kind nicht opfern. Das wäre wahrscheinlich eins dieser beiden Häuser hier. Kürbis, was? Okay, haben sie da dem seinen Namen richtig wortwörtlich übersetzt? Das war wahrscheinlich das falsche Haus. Ja, das ist das falsche Haus. Ach, war das das Haus mit der verrückten Händlerin, für die wir den Händler vertrieben haben? Kann gut möglich sein. Ich überlege mir gerade, wie gehen wir da den Altlied vor? Erkunde ich erstmal die Außengebiete und gehe dann in die beiden Tempel, weil ich glaube, es sind nur zwei.
Ja, der Stagier, der tapst hier vor sich hin. Oder hier drin vielleicht. Wer bist du? Estremor. Nichts. Also niemand Wichtiges. Okay, da war es doch nicht diese Hütte, sondern es war die Hütte unten. Ja. Würde ich zulassen, dass eine andere Blutlinie seine Stoßzahnstägier anführt. Hm. Das ist der aber mein Vater der Stoßzahnstägier. Ja, genau, dieses Lafantada-Haus wird es dann sein. Und es wird von einem Stägier bewacht. Freischalten mit rostiger Schlüssel. Da wäre die Kinderkrippe. Fleisch. Habe ich das jetzt in irgendeinem Inventar gelegt hier? Und Milch. Ein orleanisches Mädchen liegt in der Krippe, winzig und mit dunklem Fell bedeckt. Ihre Augen sind im Schlaf geschlossen, aber sie windet sich unter der Decke und ist an ihrem Kissen. Wenn ich sie jetzt nehme, Blutopfer. Ich habe das Kind aus dem Haus genommen, aber kann immer noch das Blut Gift beschaffen. Ich könnte eine Doppelintrige spinnen, das Kind auslöschen und den Typen. Das würde ich aber auch nicht gerne tun. Also wenn ich könnte, würde ich das Kind eigentlich gerne... Ich würde beide gerne leben lassen. Der Hagrim hat nicht so den... Das Verlangen, sich da einzumischen eigentlich. Ja, der will jetzt sicherlich kämpfen. Jiraius hat seine Waffe gezogen, seine Augen brennen vor Zorn. Er erinnert seinem Vater mehr denn je. Ich wusste, dass mein Vater eine seelenlose Bestie ist, aber du? Ich hatte gehofft, du wirst dich anders entscheiden. Ich wollte sie nur an einen sicheren Ort bringen. Kommt nicht in Frage, Estramon. Nein. Ich kann also das Kind nicht mitnehmen. Ganz ehrlich, nach dem Text, der da stand, als ich es mitgenommen habe, da müsste man wirklich ein kalter Bastard sein, das Kind zum Opfern zu bringen. Also die beste Wahl ist immer noch, diesen Mistkerl da zu vergiften, würde ich sagen. Aber das machen wir irgendwann später mal. Wir lassen jetzt das Haus in Ruhe. Versuche das irgendwann später noch mal. Nee, da geht's nur wieder weg. Wo ist der schnellste Weg zur Karte raus? Da oben. Was zur Hölle? Ist das für ein Bug?
Du hast gar keine Ausrüstung mehr. Dir fehlen die Waffen. Du hast auch keine Ausrüstung mehr. Und zwei meiner Gruppenmitglieder fehlen einfach mal so. Wollt ihr mich irgendwie veralbern?